Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbuffet, dem der US-NDAG 100 Cash gerade 22 Punkte nach oben gesprungen ist. In den letzten 25 Minuten macht er neues Rekord hoch. Die Volatilität bricht auf ein neues Mehrtagestief, mehr Wochentief, muss ich sagen, ein. Unten rechts zu sehen, die 100% Extension 25,72 wird gebrochen, was die nächst tiefere freischaltet, potenziell. Der Goldpreis steigt auf ein neues Rekord hoch. Wir sind hier bei 2037,12. Im Wochenkerzenchart haben wir eine aktive Bodenbildung und ein Fibonacci-Preiserweiterungslevel bei 1907 überschritten, was 2236 zu dem potenziellen Ziel nach oben aktiviert. Im Stundenkerzenchart aktive Aufwärtsbewegung. Wir können uns nach dem Test der 1,618, auf den ich hier in dem Format hingewiesen hatte, orientieren, mit weiteren zwischengeschalteten möglichen Unterstützungen und Widerständen. 1,2,3 Tief, 2012 Support, 2059 mögliches 4,23,6 Extensionslevel. Im Germany 30, hier wird ein Schlusskurs vermieden unter dem Impulsende, mit dem ich hier mit meiner Maus entlang fahre. Schlusskurs unter 12,534 wird vermieden. Und wir sind über 12.625 angestiegen. Das ist ein Impulsende nach oben. Bedeutet, wir haben hier ein weiteres prozyklisches 1, 2, 3. Das weitere mögliche Unterstützung, Widerstände nach oben uns beschert. Wir sind jetzt zu 61,8er Extension gesprungen, 12.686. Ein Bruch dieser Marke könnte 12.724 aufrufen. Ich zeichne die vorbörsliche Spanne als Trendfilter ein, schalte um auf den 1-Minuten-Chart, um zu gucken, ob wir jetzt dieses Level überschreiten können oder nicht. Im Wochenkerzenchart haben wir es jetzt zu tun im Nasdaq mit einem Ausbruch der mehrwöchigen Seitwärtsspanne nach oben. 11.071 Punkte werden überschritten. Auf Stundenbasis hatte ich ja hier mehrmals schon darauf hingewiesen, dass wir diese Seitwärtsbewegung zuletzt hier abgeschlossen haben mit einem Impulsmuster nach oben. Mit einem 1-2-3 Boden, der 1-2-3 mal dann auch bestätigt wurde. Und wir sind jetzt an der 2,618er FIBO-Extension. 11.140. Sollte sich das Momentum nach oben fortsetzen, wir darüber einen Ausbruch sehen, dann wäre Platz bis 11.508 nach oben. Sollte es nicht klappen, könnte ein Retest der 11.071 nochmal kommen. Silber macht hier im 1-Minuten-Chart ein kleines 1-2-3 Top, ist im Stundenchart jetzt aber auch in einer aktiven Aufwärtsbewegung, macht ein höheres Hoch, hat das 1-2-3 Top vom 28. Juli beseitigt und wir können auch hier wieder ein prozyklisches 1-2-3 einzeichnen. Bedeutet, über 25,85 bleiben wäre 26,95 möglich und nach oben die 29,16. Und diese 29,16 ist eben der Punkt 1 aus dem großen 1-2-3 Top im Big Picture vom Silber. 29, diese Marke gilt es zu erobern, um hier das große Top in Frage zu stellen. US T-Notes kann man ebenfalls beobachten. Die Entwicklung ist jene, dass wir gestern eben einen Ausbruch hatten über diesen kurzfristigen Abwärtstrend. Das soll nur zur Veranschaulichung dienen, diese schräge Trendlinie. Ich nutze eigentlich keine schrägen Trendlinien. Aber wir sehen hier eben diese Ausbruchbewegung. Das ist noch kein gesamtes Tief bei den amerikanischen Staatsanleihen. Aber was nicht ist, kann noch werden. Auf jeden Fall ist hier nach oben der Widerstand 140,81 zu beachten. Wir sehen bei den Realzinsen, und das ist genau das, was eben den Goldpreis auch nach oben treibt, ein neues Realzins tief in den USA bei minus 1,05%. Sinkende Realzinsen sind historisch betrachtet die besten Zeiten für die Entwicklung vom Goldpreis. Sollte also hier ein Ausbruch kommen bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen, würde bei gleichbleibender Inflationsrate eben die Realzinsen weiter nach unten gehen.
Und die Inflation ist ja sowas wie ein ferner Verwandter. Man weiß, dass er da ist, war aber schon lange nicht mehr zu Besuch und plötzlich steht er vor der Tür und man hat Inflation, die man lange nicht kannte. Und das eben bei sinkenden Zinsen ist ein Umfeld, das eben zu einer potenziell explosionsartigen Entwicklung beim Goldpreis führen könnte. Zumal ja die charttechnische Situation hier noch keine Trendwende andeutet. Wir vielmehr ein 1-2-3-Top jetzt gerade mit den neuen Allzeithochs eben rausgeräumt haben. Also 140,81 im US-T-Note, 10 Jahre Cash-CFD, die 10-jährigen US-Staatsanleihen, ist so ein Punkt, der eben auch würdig ist, als Preisalarm hier aktiviert zu werden. Also Preisalarm bei 140,85 zum Beispiel, also wenn wir wirklich ein neues Hoch machen, dann möchte ich einen Preisalarm haben, ich möchte es nicht verpassen, wenn es dazu kommt, dass wir eben hier drüber springen. Deutsche Post mit Quartalszahlen, Gewinn, Umsatz über Erwartung und da hatten wir ein vorbörsliches Plus, haben wir jetzt auch ein Plus von 1,7%. Das ist eben ungefähr im gleichen Rahmen dessen, was vorbörslich auch als Gewinn da aufgerufen wurde. Wir haben bei der Deutschen Post so einen Aufwärtsimpuls aus dem März und gehen jetzt über die 34,80 potenziell damit eben über eine Fibo-Marke drüber, dass die nächsthöhere als mögliches Ziel aktiviert. Und dieses Ziel liegt bei 39,65. Ein Rutsch unter 34,80 könnte Rutsch bis 31,80 auslösen. Auch die Allianz mit Quartalszahlen. Hier ist es mehr oder weniger unverändert. Die sagen zwar, wir haben erwarten ein stabiles zweites Halbjahr, aber wir wissen ja auch, die Versicherer leiden unter den tiefen Zinsen, da die Zinsen jetzt weiter sinken. Ich schaue mir gleich den Euro-Bund-Cash nochmal an. Für die 10-jährigen deutschen Staatsanleihen, dann ist das für die Versicherer eben potenziell eben belastend. Und wir sehen eben auch, dass ja, da von der März-Bodenbildung im Wochenkerzenchart bei der Allianz haben wir zwar die Bodenbildung, aber nun so eine richtige Rallye und Extension dieses ursprünglichen Erholungsimpulses hat es bisher bei der Allianz nicht gegeben. Wir sind zwar über der 163,74, damit ist der Boden intakt, aber mehr ist halt bisher auch nicht so richtig passiert. Eurobund Cash, 10-jährige US-Staatsanleihen, der CFD dafür, da haben wir eben nur ein absolutes Zinstief gehabt in der Woche vom 7. März, hatten dann eine Korrektur. Nochmal zurück auf das ja, zwischenzeitliche Zinshoch, das war eben hier am 28. Dezember 2019 festzustellen. Also so eine zwischenzeitliche Korrektur im Eurobund wurde da beendet mit einem 1-2-3-Tief über 171,81. Und da klettern wir jetzt eben über so einen Widerstand, die 1,618er FIBO-Extension. Und sollte das klappen, wäre eine Extension nach oben möglich zur 2,618 und sollte auch die brechen, wäre das ein mögliches Signal, dass neue Zinstiefs auch in Deutschland kommen. Dann wäre eine Extension in Richtung 184,15 möglich beim Eurobund, den 10-jährigen US-Staatsanleihen. Im Germany 30, 1-Minuten-Chart, man sieht es, hat es nicht geklappt, dass wir hier nach oben uns abgesetzt haben. Das ist jetzt hier ein Abwärtsimpuls. Wenn da jetzt eine Gegenbewegung und ein Unvermögen folgt, ein höheres Hoch auszubilden, könnte es auch ein 1-2-3-Top hier geben. Den Nasdaq können wir umschalten jetzt auf einen 1-Minuten-Chart. Da sind wir gerade an so einem neuralgischen Punkt bei der 1,3462. Versuchen die zu halten. Mal gucken, ob das gelingt oder nicht. Also sie versuchen auf jeden Fall diesen Widerstand, dieses Fibonacci-Preiserweiterungslevel hier zu halten als Widerstand. Ja, wir haben jetzt einen Schlusskurs drunter, jetzt muss man gucken, ob wir drunter bleiben. Da also eine Bestätigung kommt von Germany 30, ist das hier
bisher alles neutral, neutrale Spanne der Vorbörse indiziert das Nichtvorhandensein eines Trends. Erst ein Ausbruch und Verlassen der vorbörslichen Spanne nach oben oder unten würde hier neue Perspektiven schaffen. So, der Nasdaq macht hier, US-NDAC Cash, muss man ja sagen, macht hier einen Rebreak, der 13462, ist also nicht nachhaltig gewesen. Und jetzt geht es im Germany 30 gerade drum, macht er hier ein höheres Hoch oder zeigt er jetzt ein Unvermögen, ein höheres Hoch auszubilden? Daran wird man auch ablesen können, ob jetzt hier die Aufwärtsbewegung weitergeht oder ob wir es zu tun bekommen mit einer Top-Bildung. Und das ist dann eben oft so, dass man eben in einer Situation ist, wo man erstmal Geduld mitbringen muss. BMW meldet einen Verlust, ist im Minus. Minus 2,3%. Nasdaq jetzt mit einem höheren Hoch. Ja, das ist halt eben Trendwende, hat nicht geklappt. Da gibt es Zwangseindeckung, höheres Hoch. Germany 30 versucht sich an einem Bruch der Signallinie, 6,9155. Und BMW, ähnlich wie die Allianz hier auch, nun eine Extension bis zur 100% Extensionslevel hat funktioniert, aber mehr ist nicht draus geworden. Und wir sind jetzt unter die 56,27 drunter gefallen, sodass ein Widerstand werden könnte, ein Rutsch kommen in Richtung 48,74. Und im Nasdaq haben sie es nicht geschafft, die 261,8 als Widerstand zu deckeln, zu halten, was 11.508 als mögliches Ziel aktiviert, die 423,6er. Extensionsniveau. Da müssen wir jetzt hier dranbleiben im 1-Minuten-Chart, um zu gucken, ob hier jetzt dieser Ausbruch nach oben nachhaltig ist. Und ich kann jetzt nach erfolgtem Auflösen der vorbörslichen Spanne beim Germany 30 auf den 10-Sekunden-Chart umschalten, um zu gucken, okay, gibt es bei diesem Rücklauf jetzt hier ein 1, 2, 3? Ja, also eine 1 ist bereits da. Wenn jetzt kein tieferes Tief kommt und dann höheres Hoch, hätten wir eine 1, 2, 3. Es kommt ein tieferes Tief, müssen wir neu zählen. Von unten. Also hier im Stundenchart ist bei der BMW die 56,27 eine relevante Marke. Operatives Ergebnis bei der Commerzbank besser als erwartet. Hier ist ein Plus da bei der Aktie von 2,5%. Technisch ist es so, dass wir hier einen Abwärtsimpuls haben. Wir sind in der 423,6er Extension der Bodenbildung, die ich aus dem Stundenkerzenchart hier habe. Also hier oben ist bei der 478 ein Widerstand. Gleichzeitig ist bei der 465 der Punkt 2 aus dem 1, 2, 3 Top, das hier so in Orange dargestellt ist. Ein Bruch darüber könnte eben eine Ausdehnung bringen. Und 4,45 zu unterschreiten, würde quasi dieses Top reaktivieren. Das wäre der bärische Verlauf. 4,65 könnten auch ein Widerstand sein und eben genau diesen Test der 4,45 ankündigen, potenziell. Die Norma Group meldet endgültige Zahlen. ...1,2% beträgt da das Plus. Ja, da sieht man eben auch die volle Extension. Wir haben ein 1, 2, 3 Tief, punktgenauer Test der 3064. Und ja, jetzt geht es ein bisschen darum, ob dieser Abwärtsimpuls hier... Ja,
wann der auskonsolidiert und fertig konsolidiert ist, weil wir haben hier nach Erreichen des vollen Ziels eben das, was erwartbar ist, bekommen, nämlich ein 1-2-3 Top unter 28,56 bleibend, ist selbiges hier bei der Norma aktiv, die heute nach endgültigen Zahlen 0,9% steigt. So, der Rückfall hier in die vorbörsliche Spanne ist schon wieder ein bisschen zu tief. Das bringt schon wieder ein bisschen Zweifel mit sich. Ich würde hier jetzt dann auch nochmal neu anfangen, einen nachhaltigen Ausbruch hier abzuwarten, weil dieser Ausbruch jeweils nur stattfand mit einer 1-Minuten-Kerze, die dann eben von bärischen schwachen Kerzen quittiert wurde. Hier droht nun auch eben, wenn jetzt der nächste Anlauf nach oben kein höheres Hoch bringt, ein Fehlausbruch. Also sie deckeln dann doch jetzt auch im US-NDAX 100 Cash die 11.140. Ja, also ein Fehlausbruch nach oben. Daraus kann sich ein 1-2-3 Top entwickeln. Bisher hat es sich nicht entwickelt. Dialog Semiconductor übertrifft im zweiten Quartal die Erwartungen. Plus 2,4% aktuell bei Dialog Semiconductor. Wir hatten gestern eine AMD, bevor ich da nochmal drauf eingehe, die kräftig gestiegen ist. AMD hat ja mit Microsoft und Sony, die bringen zwei neue Spielekonsolen. Die werden beide AMD-Prozessoren haben und werden pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erscheinen. Die 2.618er FIBO-Extension bei der AMD bei $79,27 ist überschritten worden. Gestern eben mit dem Breakout hier drüber. Ja, was dann nach oben die 98,28 als 4,236er FIBO-Extensionslevel aktiviert. Also Momentum, wohin man schaut, auch jetzt bei der AMD, die gestern 9% ins Plus geschossen ist. Also Chip-Aktien durchaus gefragt, so eben dann jetzt nach den Quartalsergebnissen auch Dialog Semiconductor, 2,7% geht es dann nach oben. Und da ist jetzt die 1,5%-Extension bei 40,69 die Marke, über die wir jetzt einen Ausbruch sehen könnten im Verlauf der Woche, sollte es dann eben auch nächste Woche bestätigt werden. Die Dialog darüber bleiben, wäre nächst höheres Level. Die 47,96 Euro Marke, ja, könnte so ein Breakaway-Gap werden. Das mal beobachten bei Dialog Semiconductor heute im Plus. Hannover Rück, da gibt es Corona-Schäden, einen Gewinneinbruch, die Aktie im Minus nach eben entsprechenden Nachrichten, minus 2,1% geht es da, also 2,1% geht es da nach unten. Technisch ist jetzt genau der Punkt 1 aus der Bodenbildung erreicht, also die 141,15. Die wird gerade angehandelt und da wird man dann sehen, ob die Bodenbildung bei der Hannover Rück hält oder bei einem Rückfall darunter würde quasi die Bodenbildung in Frage gestellt werden. Da muss man sich dann eben anschauen, so, was macht sie am Punkt 2? Der liegt dann bei 123,90, das wäre die nächst tiefer liegende Unterstützung. So, wir haben jetzt neuralgische Punkte im Nasdaq bei 11,131. Im Germany 30 bei 66791 und unterschreiten auf Minutenschlusskursbasis könnte ein 1-2-3 Top in beiden Indizes aktivieren. Allianz Finanzvorstand sagt, nach der Sommerpause wird man über einen Aktienrückkauf entscheiden. Wahrscheinlich eher kein Aktienrückkauf, wenn er jetzt schon ein Urteil fällen müsste. Die waren zwar allianzoperativ über den Erwartungen, aber wie gesagt, hier diese rechts unten sehen, zu sehenden und auch in den US-Treasuries sichtbaren fallenden Zinsen, auch wenn sie jetzt zurückkommen, der Eurobund-Cash, fallende Zinsen sind ja negativ für die Versicherer, die eben mit konservativen Portfolios, die immer weiter in den negativen Bereich fallen, zur Rendite erwirtschaften, sicherstellen, immer entlang der Risikokurve immer weiter hochgehen müssen, also ins Risiko gehen müssen. Was natürlich auch nun ein höheres Risiko mit sich bringt, neben der Rendite, die verspricht dann eben höher zu sein. Da ist natürlich dann auch bezeichnend, dass Allianz davon spricht, in der zweiten Jahreshälfte ein stabiles Ergebnis. Aber auch das Wort stabil benutzen,
stabiles Ergebnis liefern zu wollen. Anleger heute mit Zurückhaltung, obwohl das operative Ergebnis bei der Allianz über Erwartungen lag. Aber man fährt hier auf Sicht. Der Finanzvorstand von Allianz sagt, wenn Corona-Lage stabil bleibt, sollte zweites Halbjahr besser werden als erstes Halbjahr. Vonovia nach Zahlen mit einem Rekordhoch. Immobilien entwickeln und vermieten bringt Rendite. Ja, wo ist man bei der Mietrendite? Ich weiß nicht, wie Vonovia arbeitet, mit welchen Mietrenditen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die höher sind als die Realzinsen. Und dass genau das begrüßt wird. Wer das weiß, wie die Mietrendite bei Vonovia im Schnitt des Konzerns ist, der möge bitte sich im YouTube-Chat melden. Das würde mich interessieren. Ich kann das auf die Schnelle nicht rausfinden. Vonovia-Chef sagt, machen uns auch für das Jahr 2021 keine Sorgen. Alles klar, ich meine, wenn ich ein Immobilienportfolio aufgebaut habe über die letzten, sagen wir mal, nennen wir die letzten 3 Monate, sondern relativ günstig drin bin, dann habe ich natürlich eine Wertsteigerung in der Immobilie selbst und habe gemessen auf das Ursprungsinvestment immer noch eine Rendite, die jetzt viele, sage ich mal, auch gerne hätten. Wenn ich heute eine Immobilie kaufe, dann habe ich eine Kaltmiete, die ich im Vorfeld bezahlen muss von teilweise 35 Jahren oder 40 Jahren, wenn man sich manche Immobilien anschaut. Alles, was so 15 Jahre bis 16, 17 Jahre ist, ist eher vernünftig. Also ich muss 40 Jahre Kaltmiete vorauszahlen bei manchen Objekten, dass ich es kaufen kann. Also Mieten ist deutlich günstiger als das Besitzen oder jetzt Erwerben einer Immobilie. Allerdings zeigt ja ein Realzins von minus 1,05% auch, wo es mit der Geldwertstabilität der Kaufkraft hingeht, nämlich eher den Bach runter. Die Entwertung des Papiergeldes, und da spreche ich nicht nur vom Dollar, der jetzt an Wechselkurswert gegenüber dem Euro und Yen und so weiter verliert, sondern eben diese Entwertung insgesamt der Kaufkraft eben durch die Neuverschuldung der Regierungen, die eben im Zuge der Pandemie massiv nach oben springt, macht eben 2.000 Euro Miete heute wahrscheinlich zu was anderem als 2.000 Euro in 5 Jahren. Und diese Fantasie drückt sich hier bei Vonovia offenbar auch in den der Nachfrage nach der Aktie aus, die auf ein neues Rekordhoch steigt, technisch betrachtet hier. Gehen wir jetzt auch über die 56,16, das dort liegende horizontale Widerstand, der hier mehrmals erreicht wurde, wird überschritten. 100% Extension ist dort, 62,17 wäre die nächst höher liegende FIBO-Extensionsmarke bei Vonovia. Leerstandsquote Vonovia 2,8%. €7,03 pro Quadratmeter vermietet Vonovia im Schnitt. Vorjahr waren es noch €6,64 pro Quadratmeter, also Quadratmeter Miete.
Portfolioaufwertung 2,3 Milliarden Euro, also die Bewertung von Bestandsimmobilien bei Vonovia, ist auf Jahresfrist um 2,3 Milliarden Euro gestiegen. Ja, nice. Silber hatte ich mir schon angeschaut. WTI ist noch eine Nachfrage gewesen von dem Norbert. Hier ist die Analyse von WTI, Dezember 2020, Forward CFD. Wir sehen hier einen bullischen Druckaufbau gegenüber dem Punkt 2 des 123 Tops über 42,02 bleibend. Und auch über dem Punkt 2 bleibend ist ein Ausbruch möglich über 42,85. Das ist dann eben auch das Level, an dem das 123 Top beseitigt werden würde. Heute 16 Uhr Lagerdaten könnten hier ein Trading-Event werden, das Volatilität bringt beim WTI. Germany 30 jetzt erneut mit Signalkerze, Signallinie ist überschritten. Jetzt geht es im Rücklauf wieder drum, kann er in dem Rücklauf ein 1, 2, 3 Bass hier hinbauen. Wird natürlich jetzt auch ein bisschen was davon abhängen, ob der US-NDAC 100 in 1, 2, 3 Top aktiviert oder nicht. Carsten Lammerich fragt nach Lufthansa, die haben die 57 zurückerobert. Ist sie wieder am Abheben, 4,9% geht es da nach oben. Technisch betrachtet haben wir hier ja im Stundenkerzenchart ein 1, 2, 3 Top, dessen 2,618er Fibo-Extension 57 zeitweise unterschritten wurde, so quasi mit einer schwarzen Kerze. Und dann kam nichts mehr nach. Und dann sind die hier Leerverkaufsposition eingegangen sind, wieder rausgedrängt worden. Wir haben eine Stabilisierung gesehen über der 57, was nach oben die 889 als mögliche Anlaufstelle reaktiviert. Jetzt ist die Möglichkeit hier oben rechts im US-NDAC 100 Cash einen bullischen Druckaufbau gegenüber die 11.131 zu machen, inklusive eines neuen Hochs. Widerstand bei 11.140 wäre da als nächstes zu nehmen. Bärischer Verlauf wäre ein Minutenschlusskurs unter der 1.31. Silber, ganz wichtige Marke, bleibt hier weiterhin. Nach oben die 29,16. Technisch betrachtet haben wir über der 24,08 und 1,23 tief. Und die Fibo-Marken, die hier eingezeichnet sind, sind mögliche Unterstützungen und Widerstände. National Express von Nonferrous fragt nach National Express. Was macht National Express, wenn ich fragen darf? Ein Unternehmen aus Großbritannien, aus dem Logistiksektor, 4% im Plus, liegt hier ziemlich am Boden, hat aber im März 2020 im Tageskerzenchart ein 1-2-3 Tief ausgebildet, 139 Pound, Pfund, Boden bestätigt, damit die Bodenbildung bestätigt, also wenn wir da drüber bleiben, haben eine aktive Bodenbildung. So, es geht hier jetzt nochmal um das Thema, bildet sich ein 1, 2, 3 Top im US-NDAC 100 Cash oder nicht? Ja, nein. Darum geht es gerade in der laufenden Handelsminute, die jetzt schließt, mit einem Doji. Der zeigt Unsicherheit an.
Im Germany 30 ist es bisher nicht gelungen, ein tieferes Tief wieder zu machen. Das macht hier nun im 10-Sekunden-Chart, bringt das die 6,9521, ruft es auf als mögliche Marke, wo ein 1, 2, 3 Tief entstehen könnte, das dann abschließend für einen Trendaufbau aufwärts stehen würde. Non-Ferrous, Transportsektor, vielen Dank. Limitless Coaching fragt, XAU US-Dollar, also der Gold-Cash-CFD bei CMC Markets, kommt eine Korrektur oder geht es weiter nach oben im Goldpreis? Nun, man kann das jetzt auch sich anschauen, relativ über dieses im Stundenkerzenchart laufende Impulsmuster. Wir haben ein 1, 2, 3 Tief, sind über die 2012 gegangen, nächst höhere ist 2059, nächst höhere FIBO-Extensionsmarke. Und ich gehe gleich weiter auf Gold ein. Wir haben jetzt hier eine Validierungslinie, nehme ich jetzt mal in Pink hier rein. Über 6,87 bleibend bedeutet jetzt im Germany 30 ein Trendaufbau nach oben. 7,24 wäre da nächstes mögliches Anlaufziel nach oben. Das wäre die 100% Extension aus dem jetzt entstandenen Boden, 7,24. Und wir haben die volle Palette an Trendsignalen. Wir haben zwar 1, 2, 3 Anläufe gebraucht, ist aber nicht so schlimm. Jetzt über dieser pinken Linie bleibend haben wir eine volle Güte an Trendsignalen. Wir haben die vorbörsliche Spanne verlassen nach oben und haben auch im 10-Sekunden-Schaden prozyklisches 1, 2, 3 gebildet, haben die Bestätigung für einen möglichen bullischen Druckaufbau im US-NDAX 100. Das muss natürlich jetzt auch Bestand haben. Jede Aussage ist natürlich immer auch vorläufig und immer an Bedingungen geknüpft. Und das finde ich dann eben auch wichtig, dass sich das möglichst jeder zu eigen macht, Aussagen an der Börse halt nicht absolut zu machen. Ja, das steigt jetzt, bin davon überzeugt. Und das war es dann, sondern eben immer Niveaus zu finden, ab dem man dann eben auch im Vorfeld schon weiß und sich darauf vorbereitet, wenn es halt nicht so kommt, wie man denkt, dann ist man ab Preis XY, ab Unterstützung XY eben auch bereit, von seiner Meinung abzuweichen. Das ist halt ganz wichtig. Weil wenn man das nicht im Vorfeld macht, läuft man Gefahr, sich halt in ein Investment zu verlieben. Und ja, dann ist man eben da in so einer Position, die man eigentlich nur vielleicht einen Tag halten wollte, nach 5 Monaten immer noch drin, obwohl man das gar nicht geplant hat. Und das kostet dann Zeit und Nerven und meistens bringt es nichts an Zusatzrendite. Also immer im Vorfeld möglichst radikal das Durchdenken oder auch ehrlich zu sich sein. Wenn es dann nicht klappt, dann hat es halt nicht geklappt. Man sieht ja, wie oft hier im Minutenchart. Und das ist genau die Anforderung, die man eben mit sich oder mitbringen muss, wenn man im kurzfristigen Daytrading aktiv ist. Da muss man diese Radikalität, sage ich mal, in dieser Flexibilität, die man dann auch haben muss, mitbringen. Ja, also das, was manche dann eben nicht können, nachdem sie 2 Wochen eben in was investiert waren, dann hat es dann funktioniert und die haben es nach 5 Jahren immer noch im Depot. Das ist ein Prozess, der eben über Wochen sich erstreckt. Und ein Daytrader muss es innerhalb von Sekunden machen können und diese Flexibilität und Ehrlichkeit sich gegenüber mitbringen in so einem kurzfristigen Wechselbad. Und man sieht ja hier, ist nicht viel Unterschied, ja, zwischen 11,1, 31, 68, und der 37, 76, das sind nur ein paar Punkte, die eben dann aber auch darüber entscheiden können, wo es als nächstes hingehen könnte. Nicht muss, ja, ist auch nicht, wiederum nicht garantiert, aber wenn man da halt dann drin bleibt und hofft, dass vielleicht aus dem Nichts irgendeine tolle Nachricht kommt oder so und dann das Prinzip hoffen geht, dann wird man halt auch sofort bestraft. Ja. Gut. Bei Gold, ja, was soll man sagen, im Stundenkerzenchart machen wir jetzt ein höheres Hoch, das ist ein intakter Aufwärtstrend. Dieser Trend könnte aber bei der 4,236er enden, dergestalt,
dass wir, wenn wir dorthin steigen, nun theoretisch dort in dem Bereich in 1, 2, 3 Tops sehen könnten. Da muss man dann gucken, ob eins kommt. Bei der 423.6er Extension, diesem 423er FIBO-Level, das ist normalerweise oder ist prädestiniert dafür, dass dort 1, 2, 3 Muster auftreten, weil viele eben diese Marke als Gewinnmitnahme sehen oder für den Aufbau neuer Short-Positionen. Aber es kann auch sein, dass es nicht kommt, wenn die 2059 auch überschritten werden. Dann kann eben es zu einer Extension kommen, dieser Bewegung bis 2104.99. Da ist die nächsthöhere. Und dann auch die letzte Fibonacci-Preiserweiterung, die ich da noch habe, aus dieser. Was ist das für eine Farbe? Ist das vielleicht Grasgrün oder Moosgrün? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall aus dieser 1-2-3-Bodenbildung hier vom 28. Juli. Ja, und solange ein Trend intakt ist, kann er auch mal ein paar Stunden, ein paar Tage seitwärts laufen und sich dann fortsetzen. Ein Aufwärtstrend, der stirbt keinen Alterstod. Der bleibt einfach aktiv, bis er umgekehrt wird. Über ein gegenteiliges 1-2-3-Muster, also ein 1-2-3-Top in dem Fall. So, heute Aufwärtstrend hier im Germany 30 setzt sich fort. 7,24 nun nachhaltig zu überschreiten, könnte uns dann bringen in Richtung der 7,85. Im US NDAG 100 Cash geht es jetzt darum, kann er den Punkt 2. Also wir haben hier die 1, 2, X, bullischer Druckaufbau, kann jetzt die Punkt 2 überschreiten, ja oder nein? Wenn ja, wäre eben dieser bullische Druckaufbau, könnte dazu führen, dass wir eben ein neues Hoch bekommen, was dann gleichzeitig ein neues Allzeithoch wäre. Und Germany 30, 125 Punkte oder fast 1% im Plus. Wer das bei Gold und mögliche Aufwärtsziele nochmal nachlesen möchte, findet bei uns in den Marktanalysen, dessen Link ich gerade in den YouTube-Chat reingestellt habe, nochmal weitere Infos in Schriftform. Da haben wir ein Big Picture gemacht, mein Kollege Konstantin Oldenburg aus Sicht der Elliott Wellen und ich, aus Sicht der 1-2-3-Muster. Und ich habe heute Morgen auch nochmal eine Analyse, eine Chart-Analyse veröffentlicht zu Gold. Schaut euch das an, wenn ihr wollt. Unter dem Link, den ich gerade reingestellt habe. Dort bekommt ihr jeden Morgen auch noch vor 8 Uhr vor dem Video CMC Espresso schriftlich einen Tagesausblick mit den möglichen Trading-Events, die heute anstehen und möglichen Quartalszahlen, welche Uhrzeit die Quartalszahlen kommen. Wir sind jetzt fast durch mittlerweile mit den Berichten. Es kommen keine großen Unternehmen mehr. Aber da mache ich immer einen Tagesausblick, den ihr in Schriftform dann eben auch in den Marktanalysen auf der Webseite bekommt. So, und jetzt wird der Punkt 2 getestet. Gleichzeitig dieses FIBO-Level bei 1,40 im US-NDAG 100 Cash. Jetzt muss man gucken, ob wir hier uns freischlagen oder nicht.
Michael geht gefragt nach dem US30 Cash. Da kann man auch wieder die März-Bodenbildung abmessen. 100% Extension ist bei 27.139. Ein Ausbruch darüber, Tagesschlusskurs darüber, könnte eine Extension bringen bis zum nächsthöheren FIBO-Level. Ja, ist immer der gleiche Ablauf quasi. Ein Bruch eines Levels könnte das nächsthöhere zum möglichen Ziel machen. Das liegt dann bei 29.897. Gleichzeitig sieht man eben dann auch, dass hier im Tageskerzenchart dieses Impulsende, hier mal eine 1, 2, 3er gebaut, da war es ein Widerstand, hier wird es dann doppelt bullisch getestet. Hier ist dann auch die 61,8er, das 61,8er Level getestet worden und gekauft worden. Und jetzt wird die 1,3950 als nächstes potenziell getestet beim Ausbruch darüber. Könnte es dann auf die 29.897 gehen? Beim Fehlschlag droht ein erneuter Rutsch auf 25.435. Gut, vielleicht abschließend nochmal die, ja, wenn man so will, Empfehlung, arbeitet mit Preisalarmen für Märkte, die euch vielleicht interessieren könnten, die vielleicht ja, bestimmten Regionen auch erst für euch interessant werden. Ihr könnt hier bei CMC Markets hier unten oben links bei neuer Preisalarm erstellen, dann bestimmte Preisalarme eingeben. Für mich wäre jetzt dann ein Rutsch unter 2010 Dollar im Gold interessant. Wenn wir also hier dieses Minor Low Zwischentief dann unterschreiten, möchte ich einen Preisalarm haben. Es ist nicht gesagt, dass ich das erwarte, dass es dazu kommt, aber falls es dazu kommt, möchte ich einen Preisalarm haben. Und man ist ja auch mal mit was anderem beschäftigt, als Charts zu beobachten, und mit einem Preisalarm hat man hier eine komfortable Möglichkeit, sich dann eben alarmieren zu lassen, wenn bestimmte Preise gehandelt werden. Ihr könnt das auch ausprobieren mit einem Demokonto auf cmcmarkets.de. Bekommt ihr das, da habt ihr auch 10.000 Euro virtuelles Startkapital und könnt dann eben Trades platzieren, habt Echtzeitkurse für Aktien-CFDs und auch für ETF-CFDs. Dafür, für diese ETF-CFDs, da haben wir über 900 ETF-CFDs, haben wir ein Gebührenmodell, das so ist, dass man eine fixe Kommission hat für US-ETF-CFDs von 10 Dollar pro Trade, Stückzahl unabhängig. Und ihr habt für die, das sind auch die einzigen CFDs bei CMC Markets, habt ihr keine Haltekosten. Könnt also ETF-CFDs so lange halten, wie ihr wollt, müsst ihr keine Übernachtgebühren bezahlen, obwohl ihr einen Hebel von 5 habt. Und was da bei uns sehr beliebt ist und sehr rege gehandelt wird, sind ETFs auf die Treasuries und auf Goldminen. Das sind eben die Märkte, die derzeit eben auch in Play sind. Also wenn man sich den Treasury, zum Beispiel iShares Core US Treasury Bond ETF CFD sich anschaut, dann sind das eben Märkte oder ist das eben ein Markt, wo man eben in oder auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bei amerikanischen Staatsanleihen könnt ihr setzen, eben ohne Haltekosten, könnt ihr euch da eben ein Portfolio aufbauen. Und technisch betrachtet, ja, ist halt die Situation hier ähnlich wie eben im zuvor besprochenen UST-Note-Cash, nur dass er eben beim UST-Note-Cash dann eben bei den 10-jährigen Staatsanleihen in dem normalen Cash-CFD habt ihr Haltekosten, da beim ETF-CFD habt ihr es nicht. Ja, und da ist halt jetzt dann die Frage, kriegen wir hier einen Ausbruch auf neue Zinstiefs? Ja, neuralgische Punkt 1 ist hier erreicht, 28,53, 29,14 könnte es hier nach oben gehen.
Und was eben auch ein ETF-CFD ist, der derzeit rege gehandelt wird, verständlicherweise, sind die Junior Gold Miners, also die kleineren Goldminen. Auch da haben wir eine Bodenbildung. Ich hatte hier in der Sendung schon mehrmals darauf hingewiesen: $33,24. Darüber bleibend haben wir hier eine intakte Aufwärtsbewegung, nach oben Potenzial bis 69,15. Solange wir über 55,43 bleiben, sollten wir darunter rutschen. Dann wäre hier eine Korrektur bis 46,96 denkbar. In dem Sinne klinke ich mich an der Stelle wieder aus, bin um 15:15 Uhr dann wieder für euch da mit einem Nachmittagsupdate in der Sendung CMC Barbecue. Wünsche euch bis dahin einen erfolgreichen und ja, Sommerloch gibt es ja nicht, also für Unterhaltung und Bewegung ist hier auf jeden Fall gesorgt. Aber habt einen erfolgreichen Handelstag und ja, jemand natürlich danke fürs Einschalten. Bis später.